So, dann wollen wir doch mal gucken, meine lieben YouTube-Freunde, wir spielen heute, also was heißt hier wir? Ich gucke eigentlich nur zu, weil das ist jetzt das epische Finale unseres Turniers mit Runde 4 Episch. zwischen Galaxia und Eparnite. Also LP All Night, Jonas, aber Naturwert, immer noch. ja, ich weiß, aber ich nehme auf, ja, willst du, dass das alle wissen, dass das die Welt weiß? Da kam es Oh, halt. Squamata, direkter Angriff Squamata sagt läuft dir überall hier her, auf das ist Altair. scheiße. Sehr, sehr stark. Was Damit habe ich hast du nicht denn hier gerechnet. gesettet? Ach, kann ich gar nicht gucken, ist ja scheiße. Was soll denn das? Zwei Alphas, eine Time-Space-Trapper und Okay. eine Nightmare. Aber es ist doch konstant. Was hast du noch gezogen? Skybridge. Gut. Ja. Ich sette das jetzt einfach pseudomäßig, so dass es wirkt, als hätte ich was. So, da liegt 5 Backrow. Ich aktiviere aber keine. Das ist scheiße, weil drei davon Also tot das sind. Deck von Galaxia ist echt lustig, also finde Ich finde das ich. ziemlich gut sogar. Ja, hat mich auch überrascht, wie konstant das war, aber ich fand's ziemlich cool. Ich hätte besser mal mit Psi-Hüllen mitgespielt, ey. Weil ich erwartet habe, dass hier Shadow auftaucht, habe ich natürlich auch Anti-Shadow-Karten in meinem Side. Warum hast du Jetzt mit wird's Shadow schwer. gerechnet? Warum rechnet man mit Shadow? Weil Shadow gut ist. Andererseits kannst du auch ein Schattenspiel gegen Cosmo hernehmen. Darum habe ich zwei Schattenspiegel oder einen im Side. Eben. Einen. Aber ich finde Licht, entspannender Spiegel besser gegen Cosmo, Ich aber spiele beides selber ein gut. Lichtdeck. Da wird's dann problematisch. Das stimmt allerdings. Ich glaube, ich verliere das Das ist das erste Gute noch irgendwie. am Psyframe. Ich kann die Effekte auf der Hand aktivieren. Es ist doch nicht der Ernst von meinem Deck. Ich ziehe und ziehe und ziehe und mein Wert von einem Squamata-Gebieter und das ist so traurig gerade. Ich finde das lustig. Naja, selbst wenn ich verliere, es gibt doch sicher einen Trostpreis, oder? Nein. Scheiße. Ah, das ist lustig. Das ist Das ist einfach ein ein schönes Beatdown im Duell. Herzen. Das ist Pass hier auf, traurig. Igel kitzelt dich jetzt auch. Ich habe halt einfach nichts zum Aktivieren. Nirgends, gar nichts. Ja, komm, Maskenwechsel, töte mich. OTK. Ja, was Das heißt ist hier kein OTK? OTK. Ich weiß, das habe ich mir auch gerade gedacht. Wir haben jetzt 8 Runden gebraucht. Ja, Dark Lord, der juckt mich relativ wenig. Oh, ich habe hier noch was, was ich aktivieren kann. Jetzt habe ich nur 700 Life Points. Ist okay. Der habe ich jetzt auch nicht mehr. Wir hoffen, dass noch irgendwas passiert. Jetzt wäre eine Rota vom Top ganz okay. Oh ja, pass auf, der macht nächste Runde den Cowboy und dann bist du im Arsch. Wie denn? Ja, mit der Karte, die er sich gerade auf die Anzug gegeben hat, mit Drache. Ja. Aber ich gebe mir jetzt erstmal sein ganzes Feld mit dem Trivert aus, den ich mir irgendwie Cheater auf die Hand zurück. Keine Ahnung, wie ich das ab. Ist okay, das ist der Tod. Was hast du gezogen? Altea, man muss am Altea. Aber ich habe ja noch eine Skybridge. Du könntest Das auf ist für Ark mich der gehen. Tod. Auf eine sichere Ich habe Ark. ein Altea im Grave, oder? Ja. Ja, hast du. Scheiße. Ja, da kommt jetzt Stand-Up. Ich habe kein Target für ihn, weil nur ein Altair im Grave liegt. Das ist das Traurige. Ja, genau, ich werde mir die Dinge jetzt selbst Terranovern. Aber das wäre jetzt mal ein geiles Comeback von 700 Life Points zu gewinnen, oder? Das wäre wirklich cool, aber wie willst du das machen? Frag mich nicht. Ich cheat mir jetzt einfach den Search hier. Ja, Ich krieg den Search hier trotzdem. und du Und so kannst du kriege ich nicht. jetzt auch noch meinen Draw, indem ich ihm den annulliere. Stimmt. Voll nett Siehst du, von jetzt darf ich ihm. auch noch einen Vega searchen, aber nachdem ich die Runde schon genommen habe, kann ich den die Runde nicht mehr normen. Nächste Runde dann. Wenn er mir keinen Cowboy hinlegt. Apropos Cowboy, ich habe noch einen Nightmare. Ein Scheißdreck-Cowboy, der wird annulliert Der und kann ich einfach kacke. direkt angreifen. Ich habe noch einen Call of the Haunted. Ich kann mir noch einen 1,8er Beatstick aus dem Ah, Grave specialen. voll der Beatstick. Richtig hardcore hier. Ja, er kommt nicht drüber. Kann aber mit so einem Matter Was sagt der gegenlaufen. Flip-Effekt von ihm eigentlich? Eine Spell-Trap vom Deck-End. Hol dir doch lieber ein Ja, den Altair, würde ich weil der kann nutzen. mit Suamata gegen den Dingens laufen, dann greift er mit den anderen beiden direkt an. Ich Breakthrough-Skill ihm den besser mal. Ja, das ist eine gute Bevor er Idee. mir damit irgendwas Weil sonst Shadow Fusion. hilft dir dein 1800er nicht mehr. Ich habe keine Lust auf eine Shadow Fusion, die dann irgendwie einfach drüber läuft und mich tötet. So ein Konstrukt wäre jetzt schon ganz schön eklig, so eine verbotene Karte, ne? Wer greift also an? Wie wär's denn dann mit Call of the Haunted in 3, 2, 1 jetzt. Das Ja, Gute ich ist, kann da mir er noch so all. dumm war mit Dingen Igel zuerst anzugreifen, kannst du jetzt auch ohne Probleme den 1800er rufen. Oder du holst ein Altair und specialst dir dein DNF direkt dahinter. Ich sterb in beiden Fällen. Wieso? Nein, nein, ich sterb nicht in beiden Fällen. Wenn Altair dann impult, sterbe ich nicht. Okay, ich Oh, sterbe. übel.
Ich sterbe. Übel. Schade. Dann Ja, mal Stief Match ist erste, würde 2. ich mal sagen. Genau. Dann wird hier erstmal richtig lustig gebordet. Was brauchst du denn? Schattenspiegel brauche ich. Dafür geht einfach ein Ich habe es Whitehawk einfach aus, komplett würde ich mal vergessen, mir ein Side-Deck zu erstellen. Ich sagen. hatte Dann bist keine du selber Zeit mehr. schuld. Ich hatte keine Zeit mehr. Was habe ich denn da gerade raus oder rein oder? Nein, das muss raus. Ich überlege gerade, ob es hier noch irgendwas gibt. Shadow ist ja nicht Maschine, oder? Das wäre ja Also zu ich habe geil. immer gedacht, das wären Psi. Nein, das sind. Wie heißen sie? Hexer, glaube ich. Richtig, Spellcaster. Aber nicht schlau. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach die Storming reinzeige, um ihm sowas wie Linda zurückgeben zu können, aber die normale funktioniert trotzdem. Whitehorn verpasst das Timing auf die Shadow Fusion. Hast du irgendwas gegen den Maskenwechsel? Warning, Terra Nova Alpha. Und ich glaube, das war's. Reicht ja auch. Und die Times Best Trap Point natürlich, falls er aus dem Extra Deck kommt, aber das Whitehorn verpasst das Timing. Darum habe ich die jetzt mal herausgenommen. Das ist, was mich voll anpisst. Das ist eine schöne Hand. Nenep? Effekt? Nein, ich bin dumm! Ich habe Nenep's Effekt nicht aktiviert! Ich habe daneben geklickt. Jetzt wird's traurig. Dann Skybridge ich ihn mir jetzt einmal, um ihn zu schützen, dass er nicht weggeht. Hol mir dafür den mit dem meisten ATK, also Uni Karl High, leg mir damit den Denneb in den Grave. So ein richtiger Lappen, ey. Ich habe einfach auf Nein geklickt. Möchtest du den Effekt von Denneb benutzen? Nein! Das wäre das Letzte, was man tut, wenn man einen Denneb im ersten Zug normal seinen Effekt benutzen. Wie kommt dieses Spiel da drauf? Naja, die Backrow ist ganz okay. Eine Skybridge, eine Alpha und eine Nightmare. Das Monokale High. Möchte ich ihn die annullieren? Würde ich tun, oder? Das ist viel Ich zu gut, überlege plus noch. die Maschine. Nein. Er Ich kann warte dich eh auf nicht den. OTK'n. Ich warte auf eine Mask Change oder so, weil mir die viel gefährlicher werden können. Ich meine, wenn er mir jetzt ein Ding, einen Dark Lore hinlegt, ist es Game, oder wenn er mir eine Winder hinlegt, ist es Game. Ich sollte lieber auf eine von denen warten. Ah, er schießt. Die Alpha. Würde ich annullieren. Die kann ich nicht annullieren. Ja, ich habe ja vorher gesagt, Wenn die annullierst. aktiviert wird, ich glaube. Nee, die aktiviert ja nicht, stimmt. Hä? Die wurde ja schon vorher aktiviert, die Karte, ist wie bei Pendelteilen. Bevor ich Unokalhai verliere, Skybridge ich mir Unokalhai jetzt nochmal, um einen Denneb Search zu kriegen. Ich glaube, das kommt hier ein bisschen schlauer. Nein, hätte man echt Chainsaw auf Alligators Effekt, der dann resolved. Ist egal. Ja, das habe ich erwartet. The Mask Jetzt Change. kannst du es Ja, annullieren, jetzt kannst du der es Mask annullieren. Change, den kann ich annullieren, genau. Ah, selber schuld, den da in die Chain mit einzubinden. Dann darf ich jetzt. Oh, ich darf ja trotzdem noch special, stimmt. Auch Voll wenn gut das für Monster dich, hast du schon. richtig Plus mitgemacht. Warum kommt Denneb's Effekt nicht? Weil du auf Nein gedrückt hast. Ach ja, genau, nicht nochmal. Ah, da kommt er jetzt. Und er nimmt mir einen Vega, weil da kann ich Vega, Altair und Lokalheim machen und in Triver gehen. Wie wir alle wissen, ist Triver ziemlich unfair. Und dann kannst du dir deinen DNF wieder auf die Hand zurückgeben. Ja, den kriege ich dann selber zu mir. Wenn ich Ja, dann bis eben. Teller. Ja, ich hab sogar einen Denab im Grave. Wow. Dann kann ich gleich nochmal searchen. Und Ich habe das einen Glücksspiel. Raikiki getoppt. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt aktivieren möchte. Glaube ich auch nicht. Vega, Altair, Denib, Search, Triver. Game. Triver ist einfach. Und das Beste, ich kann in der Mainphase 2 dann Diamond über Triver drüber gehen und Diamond Obwohl sich ich dann es einfach. mir überlegen würde, ob ich damit Dingens Trivia machen würde, bevor du das machst, weil, guck mal, dann hat er sein Gaudien-Ding wieder auf der Hand. Ich kann mir dann, aber wenn ich jetzt Triver hole, gehe ich in Ding, gebe ich mir meinen Denneb zurück auf die Hand, habe Altair und Denneb auf der Hand, kann den in der Mainphase 2 dann in Diamond overlayen, heißt, ich kann ihm alle Darks annullieren und er kann seine Mathematician nicht mehr hernehmen. Wie du Und die meinst. ganze Shadow zum Grave, die irgendwas senden. Mach, es war nur so eine Idee. Aber renn in deinen Tod, kriegst du die Booster halt nicht. Genau. Ich hätte nur Deltaros aussetzen. Oder ich gehe in Ptolemäus Nova Infinity. Nein, das mache ich nicht. Ich gehe nicht in Infinity. Nicht gegen Doch. Shadow. Ich Infinity gehe in ist voll Triver. gut. Mach ich nämlich meinen Denneb wieder. So, und jetzt bei meinem Luck Random Disc. Das kann der jetzt gleich sein Ding, warte. Das kann jetzt den Impact. Oder Raikiki, das ist auch okay. Raikiki tut noch mehr weh.
Ich würde ja halt Doppelpunkt D in den Chat schreiben, wenn ich gerade eine Hand frei hätte und nicht mit der Maus beschäftigt wäre. Hier. Und da ist Diamond, der dir alle Darks annullieren kann und ihr verhindert das Mathematician und in den Dingsinn. So. Aber bei mir hast du gerade eben auch mit dem Diamond genau die Karte erwischt, die es nicht sein durfte. Das war so richtig asozial. Die mit einzige Diamond. Karte, Primär. Die du ich nicht. Okay. Nein, er übernimmt jetzt die Kontrolle über den Diamond. Ist okay. Das war genau das, was ich dir gesagt hatte. Das habe ich nicht erwartet. Das war doch klar, wenn du den Impact und Alligator denken. Wieder auf die Hand zurückgibst. Deshalb hatte ich gesagt, drei Gekis über, weil dann wäre Alligator im Grave gewesen, nicht auf der Hand. Ich könnte jetzt in einen neuen Trivär gehen, aber ich will meinen eigenen Diamond eigentlich nicht reingehen. Ich mach's. Tschüss. Norm ist am Altair-Effekt, Altair-Special Sum, Vega-Effekt, Altair-Effekt, Vega-Special Sum, deine Trivär. Minus 1 für den Gegner. Schönste Kombo des Spiels. Das ist so schön, wenn du Trivär jede Runde loopen kannst, wirft dein Gegner jede Runde das, was er nachgezogen hat, wieder ab. Heißt du, dass die konstant ins Minus gehen damit. Und durch die Denneps sammeln machst du immer noch Plus. Das ist, was es eigentlich nicht funktionieren sollte in Yu-Gi-Oh! Ich sag nur mal Pendeldecks. Ja. Ja. Ja, gut. Will ich mit Ptolemäus? Wenn die jetzt nicht im. Wenn die nicht auf dem Extra-Deck landen würden, wäre es schon stark, aber so ein bisschen OP, so wieder hier Synchro. Die können noch Extra-Deck-Monster pendeln, also Synchros und so. Ja, stimmt. Das wäre immer richtig fair, ne? Aber so richtig. Ich überlege gerade, ob ich nicht in Delta Ross gehe, um den Impact zu schießen. Weil Delta Ross ist immerhin 2-5er-Bieter. Oder? Oder? Ich könnte auch Rafflesia rauslegen. Castell. Castell würde ich jetzt nicht holen. Weil ich dann ein Monster tot liegen haben würde. Ich brauche eins, das 3 nimmt. Also Triver, Delta Ross oder Ptolemäus in Infinity. Oder also die, ich würde Infinity nehmen. Formlose Leere, aber ich glaube, ich gehe wirklich in Infinity. Aktivieren. 1, 2, 3. Mova. Infinity hat halt jetzt nur zwei Materialien, aber ich denke, ich werde das überleben. Das reicht voll aus. Ich habe noch eine Storming Asset und ich kann ihm 2-5 runterbieten erstmal. Ach, ich kann ja nicht angreifen, stimmt. Wieso nicht? Weil ich mit Altair Teller Knight gespecialt habe, heißt, ich kann den Rest des Spielzugs nur noch Teller Knights, können nur noch Teller Knights angreifen. Ach so. Warum hast du dann nicht mit deinem 550er Beatstick angegriffen? So, würde aber ich genau, annullieren. Nein, will ich gleich annullieren. Natürlich will ich das. Du brauchst mich, glaube ich, nicht coachen, da wird es dann nämlich ein bisschen unfair. Ja, oder? Hättest du auch, glaube ich, von alleine gemacht, oder? Ja, natürlich hätte ich das gemacht. Shadow Fusion würde ich irgendwie... Ach nein, kann ich ja nicht mehr. Scheiße gelaufen. Tja, vielleicht habe ich ja für deinen Gegner gearbeitet. Weil ich will, dass du die Booster nicht bekommst. Das glaube ich nicht. Ich bin doch ein Kollege mehr oder weniger von dir. Arbeite mit dir ja schließlich auf YouTube zusammen. Was heißt das denn hier? Du hast zwei Abos wegen mir. Was willst du noch? Das Lustige ist, ich kenne keinen meiner Abonnenten in echt. Shikinaga, du kannst mich mal. Nein, meine Storming! Meine letzte Hoffnung auf... Nein! Er läuft über Infinity drüber, das tut so weh. Ja, das ist Infinity. So richtig eklig. Ich brauche ein Vega-Top-Deck. Oder, nein, ich brauche irgendeinen Teller Knight. Ich habe ja schon einen Vega im Grave, da kann ich ihn wieder trivieren. Das habe ich nicht mit Teller-Top-Deck gemeint. Aber das ist doch noch ein alter E, oder? Ah, ja. Kannst du doch von Castell gehen oder so? Ich gehe jetzt in Denneb und ich habe schon eine ganz, ganz tolle Idee, was dann kommt. Warte es ab. Wenn er durchkommt, natürlich. Nein, er kommt nicht durch. Ich dachte es mir fast. Siehst du, das ist das Problem damit. Und er darf jetzt nochmal liegen und Dragon schießt jetzt meine Set. Warum hast du auch vorher gesettet? Weil ich nicht mitgedacht habe. Darum verliere ich jetzt das Finale. Dieses Set war so dumm. Ich wollte in Emerald gehen, meine Infinity recyceln und ziehen. Okay. Das war gerade der Gedanke irgendwie. Den hättet ihr auch weg annulliert.
Ja, ich hatte nicht mitgedacht, dass Shikinage ja annulliert. Das Lustige ist, Shikinagas an Towers annullieren können. Also könnte sie immer noch an Towers nicht banned wäre. Ich will doch nur den Trivia haben. Mein Deck will mich verarschen oder sowas. Ich will's auf Wird jetzt kurz Deck annulliert Spaß. und dann bist du nächste Runde tot. Einen Vega in den Grave. Nein, weil der Lol. Effekt nicht annulliert werden kann. Wieso nicht? Das Summon-Effekt. Kann nur aktivierte Effekte annullieren. Ach so. Ja, ich bin tot. Dann gehen deine Booster wohl an Galaxion irgendwas. Galaxiaxi irgendwas. Wieso hast du noch nicht das erste Spiel gewonnen gehabt? Nein, ich habe das erste verloren, weil ich schlecht Ah. gezogen habe. Stimmt, ich erinnere mich, ja. Ja, dann hoffe ich auch mal, euch hat euch allen das Turnier gefallen. Dann gehen jetzt die Booster an Galaxia. Wenn du das hier siehst, dann schreib uns einfach eine PN oder einen Kommentar, welche Booster du haben möchtest. Wie gesagt, aus der regulären Serie, also pro maximal pro Booster 4 € Dingensteile da. Hier so Sachen wie ja, normal halt Highspeed, Riders, Dimension of Chaos, Clash of Rebellions, was weiß ich. Kannst auch gerne verschiedene Booster haben. 3 Stück halt, schreib's uns dann an und dann senden wir dir die zu. Per PN oder E-Mail dann deine Adresse, damit wir wissen, wo wir hinschicken müssen und dann schicken wir dir das schnellstmöglich zu. Ich würde dir Als nicht dann? empfehlen, die Adresse in die Kommentare zu schreiben. Ja, das Kleiner Tipp ist vom Datenschutzprofi ein guter hier. Tipp. Wir Ja. erledigen das für dich, wir schreiben die Adresse dann für dich in die Kommentare. Nein, Spaß Ja, natürlich nicht. das klingt fair. Auf Wiedersehen, macht's Ja, gut. tatsächlich auch mal tschüss und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.